Eure Lieben, ich grüße euch ganz lieb und herzlich. Bin wieder hier auf meiner schönen Ecke und habe den Impuls heute bekommen, mal etwas mit euch zu teilen, was mir eine große Hilfe war auf meinem Entwicklungsweg. Ich hatte diese Zettel mal vor ein paar Momenträumen mir geschrieben und habe die immer hier so in meiner Handyhülle da drinnen in diesen Schlitzen. Und je nach Impuls habe ich mir die dann rausgenommen, wenn irgendwas war, und also das fiel mir dann automatisch zu, wenn ich es brauchte. Und vorhin guckte ich in diese Tasche und denke, da kann man mal ein Video zumachen. Und vielleicht, wenn ihr mögt, macht ihr euch auch so eine Zelle, die ihr immer bei euch tragt. Es ist ja alles erlaubt, es ist ja auch alles in Ordnung, was euch weiterbringt. Werde ich euch mal vorlesen. Als erstes war: Ich bin verbunden durch Äther mit allem, was ist. Und verbunden sind wir ja über die Herzebene, durch das Herzfrequenzfeld. Da habe ich mir so einen Zettel gemacht. Das sind so eine kleinen Karteikarten immer gewesen. Hier, da habe ich mir das so raufgeschrieben. Das war Punkt Zettel Nummer 1. So, und dann, es darf ja alles sein. Und so wie ihr euch fühlt, so ist es auch richtig. Also zum Zweiten. Ich darf mich angemessen verteidigen. Ich verdiene Liebe. Ich bin ein guter Mensch. Ich bin eine Bereicherung. Ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Ich bin wertvoll. Ich bin ehrenwert. Ich bin liebenswert. Ich bin gut genug. Ich verdiene Gutes. Bitteschön. Es darf mir besser gehen als anderen. Ich kann es schaffen. Ich kann ich selbst sein. Ich darf Fehler machen. Ich habe getan, was ich konnte. Ich bin hübsch. Ich bin schön. Bitte schön. Ich darf haben. Ich bin wertvoll. Ich darf etwas wollen. Ich darf Grenzen setzen. Ich darf Bedürfnisse äußern und haben. Ich darf selbstbewusst sein. Ich darf selbstbewusst handeln. Und ich darf selbstbewusst auftreten. Ich darf um Hilfe bitten. Ich darf auch Hilfe annehmen. Schwache Momente sind menschlich. Ich darf konsequent sein. Ich bin vertrauenswürdig. Ich kann mir selbst trauen. Ich kann meinem Urteil trauen.
Ich kann erfolgreich sein. Ich bin stark. Ich habe jetzt die Kontrolle. Ich habe jetzt Wahlmöglichkeiten. Ich sorge für mich. Ich bin wichtig. Und ich verdiene, dass es mir gut geht. Das kann man alles als eine Art Affirmation betrachten. Und ihr könnt auch das immer so für euch sagen und empfinden, sodass ihr schon in diesem Zustand euch befindet, weil letzten Endes seid ihr das alles schon. Also ihr müsst nicht erst noch dahin kommen, sondern ihr seid es auf höherer Ebene schon. Aber auf euren Entwicklungsprozess können euch diese Worte, diese kleinen Sätze sehr, sehr hilfreich sein. Ja, das wollte ich mal kurz mit euch teilen. In diesem Moment könnt ihr mal schauen, wo ich bin. Hier an diesem schönen See. Tja, dann macht's gut. Schöne Momenträume für euch. Bedingungslose Liebe und allen Segen. Eure Moni.